E-Sport wird den meisten der traditionellen Sport, was die Wahrnehmung und das Interesse angeht, überholen. Und da werden sich viele Sportarten noch warm anziehen müssen. Grüß dich und herzlich willkommen beim Sportsmanic Podcast. Mein Name ist Daniel Sprügel und hier gibt's wie jeden Freitag die Best of Seven mit den besten Tipps aus Business und Karriere unseres aktuellen Interviewgastes. Heute mit Lars Lamadie, Head of Sponsoring für Europa und Asien beim Technologiekonzern SAP, mit dem wir hier in Episode 212 über die Sponsoringstrategie des Software-Riesen gesprochen haben. Viel Spaß! Was lernst du gerade oder möchtest du unbedingt als nächstes lernen? Wir lernen jeden Tag neu dazu, aber ich habe im Moment kein spezielles Training, was ich mir aneigne. Aber ich denke, wir alle in unserem Job, gerade mit so neuen Situationen wie Corona, lernen wir eigentlich jeden Tag dazu. Das hätte vor einem halben Jahr hätte auch noch niemand dran gedacht, dass wir uns so umstellen müssen. Die drei wichtigsten Newsquellen in meinem Business-Alltag sind? Ganz klar Internet, Kontakt zu Kollegen und nach wie vor TV-Fernsehen. Welche drei Eigenschaften haben dich dahin gebracht, wo du heute stehst? Ich würde sagen, Spaß an der Arbeit, Spaß bei dem, was ich tue, Offenheit für neue Dinge zu lernen und Kontaktfreudigkeit, auch immer neue Menschen kennenlernen zu wollen, um einfach das Netzwerk auch zu erweitern. Die Frage 4. Was war der beste Ratschlag, den du in deiner Karriere bekommen hast und von wem? Ja, da muss ich wohl auf den Dietmar Hopp zurückgreifen. Ich war auch mal in einer schwierigen Situation mit einem meiner Manager und damals bin ich dann zu Dietmar Hopp gegangen, der damals noch unser Vorstandsvorsitzender war. Und er hat mich einfach darin bestärkt, so weiterzumachen, immer offen zu sein und die Sachen anzusprechen und immer versuchen, im Interesse der Firma zu handeln. Und dann kann auch mal, wenn dann mal ein Fehler passiert, dann passiert er. Man sollte aber versuchen, den gleichen Fehler nicht ein zweites Mal zu machen, aber trotzdem weiterhin Verantwortung zu übernehmen und das Interesse der Firma voranstellen. Und dann wird sich das auch auszahlen. Die Frage 5. Was war dein größter Fehler in deiner Karriere und was hast du daraus gelernt? Fehler war sicherlich damals in der Zeit, wo ich eben gerade angesprochen habe, da habe ich sehr viel um die Ohren gehabt, habe sehr viel telefonisch mit Kollegen vereinbart und dann gewisse Absprachen getroffen, wo die sich dann nicht mehr dran erinnern wollten. Und seither habe ich mir daraus angewöhnt, die wichtigen Dinge alle schriftlich zu machen, um sich einfach auch abzusichern, wenn irgendwas mal schief geht, dass man sagen kann, guck, ich habe es aber schriftlich, es war so vereinbart. Also das war mir eine Lehre damals. Der nächste Gamechanger im Sport wird? Denke ich schon E-Sport. E-Sport wird den meisten der traditionellen Sport, was die Wahrnehmung und das Interesse angeht, überholen. Und da werden sich viele Sportarten noch warm anziehen müssen. Und die letzte Frage, das deutschsprachige Sportbusiness wird sich in den nächsten 10 Jahren? Konstant weiter nach oben entwickeln, weil Sport eben trotzdem so eine verbindende Funktion hat. Von daher glaube ich, dass das auf jeden Fall weiterhin wachsen wird. Auch jetzt Corona muss man mal schauen, was das für Auswirkungen auf Budgets etc. hat. Aber wenn Corona hoffentlich mal rum ist, denke ich, wird sich das weiter gut entwickeln. Vielen Dank fürs Reinhören. Ich hoffe, du hast jetzt einiges aus den Antworten unseres Gastes für deinen Sportbusiness-Alltag mitnehmen können. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann mach es am besten wie über 250 Hörer vor dir und hinterlasse uns eine kurze Bewertung auf Apple Podcasts. Den Link dazu gibt es hier in den Shownotes. Danke dir vorab für deine Unterstützung und wir hören uns nächste Woche wieder. Mach's gut und ciao, ciao.